Wow, gut behalten, ne? Und letztes Mal haben sie ja so vorm Spiegel getanzt und ich fand das ja ganz schlimm, was sie da fabriziert hat. Im Nachhinein sogar noch viel schlimmer, wenn ich dran denke. Auf RTL läuft gerade irgendwie The Worst Case Auftritt beim Supertalent. Und deshalb schalten wir rüber zu ProSieben. Zu Magdalena Breschka und ihrer Tochter, die auch echt richtig, richtig langweilig sind. Also jetzt muss ich irgendwie mal echt sagen, eine Freundin von mir, Anne Jung, die hat mit der zusammen rhythmische Sportgymnastik gemacht und war aber nur im Team. Und Magdalena Breschka war immer so der Star und war immer im Einzel. Und Anne Jung tanzt mittlerweile beim NDT. Und Magdalena Breschka tanzt mit ihrer Tochter in irgendwelchen Tanzshows. Und wenn du die beiden mal vergleichst, also so was rhythmische Sportgymnastik betrifft, dann sollte sich Magdalena Breschka etwas schämen, weil Anne Jung bewiesen hat, dass rhythmische Sportgymnasten auch tanzen können. Also Sportler können auch tanzen, wenn sie sich anstrengen. Ich habe das ja nicht so gut geschafft. Ich war ja früher auch Sportler und ich habe das ja nie so richtig hinbekommen, ne? So den Switch zwischen Sport und Tanz. Also ich habe immer quasi getanzt wie ein Sportler und Magdalena Breschka tanzt eben auch immer noch wie ein Sportler und tanzt halt eben nicht. Und ihre Tochter tanzt auch wie ein Sportler und Anne Jung tanzt im Grunde genommen auch wie ein Sportler, aber im Gegensatz zu uns hat sie es echt gut hingekriegt. Die Alte tanzt jetzt am NDT. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also NDT ist quasi so, naja, vielleicht jetzt nicht mehr so ganz, seit Jiri Kilian da weg ist, aber ist halt wirklich so eigentlich das Beste, was es gibt. Und wir reden alle nicht mehr mit ihr, weil wir so neidisch sind. So, und Noemi hat irgendwie ein komisches Kostüm an, pinker Lippenstift und es soll so ein bisschen auf Punkrock sein, denke ich mal. Sie haben natürlich auch ihren Ball, also ihr rhythmisches Sportgymnasten-Accessoire am Start, weil sie dann doch gemerkt haben, so ganz ohne ihr Sportelement sind sie dann irgendwie doch zu unsicher und es kommt nicht so richtig rüber. Dann haben sie sich gedacht, okay, packen wir halt einfach noch den Ball mit rein. Und dann sind wir vielleicht auch ein bisschen sicherer. So, und sie haben auch immer so ganz schlechte Musikauswahl, also tanzen immer auf so lyrische Musik, die irgendwie auch keinen richtigen Pep hat. Wie gesagt, Magdalena Breschka hat wie immer Funde zu viel, die hatte ja schon immer ein kleines Problem mit der Figur, fragt mich, ob die Tochter das auch hat. Ich denke ja, weil so rhythmische Sportgymnasten müssen halt echt richtig, richtig dünn sein, ne? Also wenn die da oben mitspielen wollen. So, Bühnenbild, ja, es ist halt ganz interessant. Wow, Magdalena Breschka hat gerade richtig krasses Zentrum. Das ist halt scheiße, ne? Wenn du halt so viele Kilos drauf hast, ne? Du verlierst halt dein Zentrum und das sieht man halt. Ja, und sie haben es auch irgendwie nicht nötig, so synchron zu tanzen. Also es ist halt immer irgendwie halt mehr Pseudogymnastik als Tanz. Und Magdalena Breschka hat ja auch schon in 1000 Shows mitgemacht, ne? Und immer wieder kritisieren das alle Leute an ihr. So, Mädel, du musst halt anfangen, mal da so von deinem rhythmischen Sportgymnastik halt wegzukommen und irgendwie halt Showbusiness zu machen. Und das kriegt sie halt nicht, jetzt versucht sie halt gerade zu drehen, das war auch richtig, richtig, richtig schlecht. Und jetzt wird die Tochter so dämlich hochgehoben von drei Männern. Magdalena Breschka, wie gesagt, verbiegt sich halt nur. Immer diese Sportler, die versuchen zu tanzen, die sind sich immer nur am Verbiegen. Es ist halt ein einziges Verbiegen. Geil ist halt immer, sie wissen das halt auch, ne? Sie wissen, dass sie schlecht waren. Jedes Mal, bei der letzten Performance wussten sie das auch, haben sie auch gemerkt, so eigentlich waren wir echt nicht so gut, aber
wir halten es jetzt trotzdem halt hoch und lächeln und tun so, als wären wir halt genial, weil wir uns halt so mega krass ja verbogen haben. Und wenn halt jemand mal dann irgendwie so das Bein halt so voll an die Nase macht, dann schreien ja eh alle wow und toll. Habe ich früher übrigens auch immer beim Tanzen gemacht. So, scheiße, ich habe Panik irgendwie, ich kann keine Energie und keine Dynamik erzeugen. Baller mal das Bein oben an die Fresse und dann klappt dem Publikum schon die Kinnlade runter. So, ist aber nicht mehr, Mädel, ist nicht mehr. Also jetzt mal, ihr und auch eure Pseudo, Mami und Tochter, Masche, und wir haben uns ja alle so lieb. Überzeugt uns auch nicht mehr. Auch mal dieser polnische Dialekt, ne? Scheiße. Viele Grüße an eine Jung. Wenn ich nicht betrunken wäre, wäre ich jetzt nicht so emotional. Ich bin nämlich eigentlich echt pissed auf die. Wir sind nämlich alle pissed. Weil wir alle irgendwie neidisch sind. Aber egal. Dafür werden wir jetzt YouTube-Star.